So, und damit auch von meiner Seite aus willkommen zu Subway Sim Hamburg. Als kleines Test allerdings, weil das jetzt noch nicht so weit wäre für ein Let's Play, sage ich jetzt mal vorsichtig. Es ist trotzdem schon ein sehr gutes Spiel und wir starten jetzt erstmal rein, weil wir nur eine kleine Fahrt machen werden. Und uns den Simulator dann mal gemeinsam anschauen. Jetzt muss er nur auch richtig reinladen, hoffen wir mal. So, ja, genau so wollte ich das. So, Hamburg bei Nacht, kann man sagen. Ich habe alle Einstellungen auf hoch. Kann ich tatsächlich bei meinem anderen PC gar nicht machen. Da müssen die Schatten zum Beispiel ausgeschaltet werden, dass ich überhaupt ansatzweise spielen kann. Oder musste, weil das Update ist jetzt schon ein bisschen. Okay, Ruckler haben wir trotzdem noch. Wir fahren zum Berliner Tor. 86 bis 80, okay. Uhr 1 machen wir mal. 80 und dann mache ich einfach. Einfach mal so. Wir können ja mal das Licht ausmachen. Das sieht schöner aus, so. Das sieht angenehmer aus. Ja, doch. Doch, doch. Kann man so lassen. Ja, Subway Sim ist ja seit rund einem Monat, glaube ich, draußen. War damals, als es noch raus, was heißt damals, also einfach als es rauskam, theoretisch noch eine Vollkatastrophe, weil es war, also ich sag mal, selbst ich mit einem guten Rechner oder PC hatte schon extreme Probleme. Und die Probleme habe ich jetzt durch die Updates nicht mehr. Es war ja praktisch unspielbar. Ich meine, viele Bugs sehen wir immer noch, werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch sehen während der Fahrt, weil wir fahren nur bis Berliner Tor, das sind circa so 15 Minuten, das schaffen wir schon. Irgendwie schaffen wir das schon. Und in der Zeit werden wir uns den einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Boah, ich habe sehr stark eingebremst, sehe ich jetzt erst, ups. Ich habe ihn jetzt schon auch lange nicht mehr gespielt. Also ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, weil ich noch ein anderes Let's Test aufnehmen möchte. Das ist ja nur ein Let's Test vom Subway Sim. Und da musste ich ein paar Einstellungen nochmal nachschauen und ich musste mich auch nochmal mit dieser Steuerung vertraut machen. Das war ein kleines Problem. Ich meine, ich bin es von Train Sim World eigentlich gewohnt, aber wenn man es halt echt schon lange nicht mehr spielt, dann hat man halt ein kleines Problemchen mit der Steuerung. Aber gut, unser nächster Halt ist Habichtstraße, wo wir um 3 nach ankommen. Und ich hoffe einfach mal, dadurch, dass ich jetzt auch auf episch alles hab, oder epic halt, dass es trotzdem relativ gut läuft. Also ich musste sehr viel eigentlich auf hoch stellen, auf epic konnte ich es gar nicht lassen, weil es so sehr geruckelt hat. Ich meine, ich merke es immer noch ein bisschen, dass es ruckelt, gerade auch so wie beim Einsteigen mit der Tür. Aber das können wir auch erstmal ignorieren. Es ist jetzt nicht mehr unspielbar. Und eine kleine schöne Sache ist tatsächlich, dass wir, man sieht es auch schon, wir können ja gleich nochmal, ja, 6 Höhe, kommen wir halten, fast beim H, ist uns egal, es ist nur ein Test. Ich werde jetzt großartig nichts machen. Wir sehen das nicht. Das kann man aber auch, ist auch schön. Wir sehen Berliner Tor U3.
Das heißt also, in dem Update, was kam, haben die es tatsächlich jetzt endlich gemacht, dass Nächster wir Halt, ein Fahrgastinformationssystem haben, ein Übergangstor funktionierendes. S1. Ausstieg links. Und Dieser es Zug fährt nach wurde ja Hauptbahnhof Süd Schlupp. eine Roadmap veröffentlicht, glaube ich, wo tatsächlich drin steht, was alles noch kommt. Es soll zwar abweichen, also es kann auch abweichen, aber es gibt ja, glaube ich, schon die erste DLC-Ankündigung mit einer kleinen Akku-Werkslok, sag ich mal. Ich habe den Namen von der Lok schon wieder vergessen. Und damit sollen ja auch tatsächlich Szenarien, glaube ich, für das Spiel kommen. Das DLC wird, glaube ich, ein bisschen was kosten. Aber ich glaube auch nicht allzu teuer, weil es nur die Lok ist. Dann haben wir den Szenario-Modus. Andere Sachen, die auch noch kommen sollen. So ein bisschen die Performance, weiß ich wohl, wollen die noch verbessern. Was ja auch normal ist eigentlich für jedes Spiel. So, dann halten wir mal hier an. Ich habe den Zug gar nicht mehr unter Kontrolle. Ich bremse aus meiner Sicht viel zu stark ein. Sind die echt so? Ja, oder auch Thema Realismus. Es sollen neue Sounds aufgenommen werden. Weil ich weiß nicht, hier die Pfeife. Ja, klingen die Fahrzeuge wirklich so? Ich war noch nie in Hamburg. Ich bin mit den Dingern auch noch nie gefahren. Mit den Fahrzeugen. Also soundtechnisch klingen die so? Also wirklich? Ich weiß es nicht. Also, wenn es wirklich so ist, dann okay, aber es klingt komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wir fahren jetzt erstmal nach Barmbek ein. Oder in Barmbek ein. Fahren nach Berliner Tor. Und ich habe jetzt auch einfach mal vorgehabt, dass wir im Dunkeln fahren, weil ich es halt vorher nicht machen konnte. Ich musste auch immer bei bewölktem Wetter fahren, wegen der Performance halt. Aber so mit den Sternen und alles, hier so die Wolken auch, dieses Hamburger Nachtleben, sage ich mal vorsichtig, sieht schon sehr, sehr gut aus hier. Ja, mach, ist alles okay. So, die kommen jetzt wahrscheinlich nicht rein, weil sie kein Knöpfchen drücken können, oder? Die klettern einfach über den Zug, ist egal. Ja, das sind halt auch solche Bugs. Es soll uns jetzt erstmal nicht stören. Ich finde, für einen Monat, wo das Spiel jetzt draußen ist, Nächster ist sehr, Halt, sehr, sehr, sehr viel Wenheide. passiert. Ausstieg rechts. Einfach auch nur jetzt mit der Beta, weil wir die Public Beta installiert haben. Einfach dieses Layout, dieses neue, finde ich, ist sehr, 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 sehr gut geworden. Jetzt war ich gerade tatsächlich ein bisschen auf die Entfernung konzentriert und habe jetzt gar nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Bekommt man eigentlich bei der Hochbahn, wenn man wirklich schon zu schnell fährt, also ich sage jetzt so wie jetzt zum Beispiel dann 61, wird man dann direkt zwangsgebremst oder darf man, sage ich mal, so eine kleine Toleranz noch haben? Das weiß ich leider auch nicht. Das haben ja Verkehrsunternehmen unterschiedlich. Ich kenne das auch, dass Fahrzeuge nur im Tunnel ausgebremst werden, wenn die über die Geschwindigkeit kommen. Aber sonst so auf der Strecke wäre es egal, wenn 50 ist, könnten die auch 80 fahren oder so. Aber im Tunnel würden sie halt ausgebremst werden. Wäre auch spannend, das hier so zu wissen, weil wenn du auch im Rush-Hour-Verkehr bist und so, dann hättest du ja schon ein großes Problem. Du würdest die ja alle ausbremsen. Wir gehen mal hier zu 6. Das Bremsen muss ich definitiv. Ich habe echt zu lange nicht mehr gespielt.
Ja, steigt mal alle ein. Ihr könnt da bleiben. Auf euch warte ich jetzt nicht. Und vor allem dürfte man mit den Fahrzeugen überhaupt voll aufschalten. Hamburger Straße. Oder Ausstieg würden die dann, rechts. ich sag mal, durchdrehen? Dass die Räder dann durchdrehen, weil es dann heißt, ey, das schaffen wir nicht mit voller Leistung. Würde mich echt interessieren. Wenn man es nicht kennt, ist es auch wieder interessant, sowas kennenzulernen. Wir bleiben einfach bei 4 stehen, ist egal. Wir machen nur eine Testaufnahme. Es ist egal, wo wir stehen bleiben. Hauptsache, wir stehen in der Station. Und oh Gott, ey, ich hab den Vogel gar nicht erkannt. So, hier will keiner, das ist gut. So, rotes Nächster Signal. Halt. Brunsburg. Ausstieg rechts. Darauf müssen wir auch achten. Ich bin das letzte Mal, wo ich es ausprobiert habe, gegen 22 Uhr gefahren und aus meiner Sicht war es ein bisschen dunkler. Man musste extrem auf die Signale achten. Also wie jetzt mit dem starken Einbremsen gerade, ich sehe die Signale kaum. Dann gehen wir lieber ein bisschen in die Eisen. Gehen dann aber auch wieder von der Bremse runter. Oder in neutrale Stellung. Die Pfeife oder das Makro. Ich weiß nicht, was das jetzt überhaupt ist. Es klingt komisch halt. Also, wenn die wirklich so klingen, dann ist es halt so, ne? Aber weiß ich nicht, also es klingt halt merkwürdig. Aber gut, man soll sich nicht beschweren, es ist jetzt halt eine Beta. Es werden weiter Updates kommen. Das Spiel ist halt nicht fertig. Wir können froh sein, dass es überhaupt kommt, weil ich war richtig gehypt auf das Spiel, als es angekündigt wurde. Aber es wird bestimmt noch was kommen. Ich weiß nicht, als man vorbestellt hat, konnte man überhaupt vorbestellen? Bei dem Spiel? Ich mach Türen zu, die können warten, kommt eh irgendwann wieder einer. Ich meine, der Preis war für die Release-Verhältnisse schon ein bisschen unverschämt, meine ich. Also, ich meine, das war... Wie teuer war das Game eigentlich? Nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass ich das jetzt gerade mit einem ganz anderen Game vertausche. Aber ich meine, der Preis war eigentlich für das, was das Spiel konnte, ein bisschen unverschämt. Einfach weil es halt Anfangsstadium ist und naja, es ist so manchmal wie bei Train Sim World, du kriegst dann und dann eine neue Strecke, freust dich mega drauf und dann hast du aber noch so viele Bugs drin, die wo du dich halt fragst, wieso sind die drin, dann verschieb das Release-Datum, also verschieb den Release doch einfach um ein paar Tage, aber fix das doch erstmal. Bei Train Sim World kriegst du zwar auch, oder bekommst du halt auch direkt am selben Tag noch oder vielleicht auch am nächsten Tag definitiv ein Update. Aber man fragt sich halt immer, was soll das? Weil es nützt ja nichts, wenn du es hast und es funktioniert nicht. Also gerade bei den Trains in World Szenarien meist, dann Nächster funktioniert halt irgendeins nicht und Straße, Übergang ja, U1. Ausstieg rechts. Ist halt so. Aber man muss damit leben. Bremse ich jetzt mal ein bisschen stärker, ein bisschen stärker. Ich jetzt vergessen habe, ich werde sowas von stark einbremsen. Puh, ich habe vergessen, das ist ja jetzt auch schon so, dass Physik hier eine Rolle spielt. Aber wir haben es ja noch geschafft, ist ja egal. Wir haben ja hier alles zum... Alles, was man sieht, die Entfernung, Signal,
Ja, daran muss man auch denken. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Okay. Gut, fahren wir ein in die Lübecker Straße. Danach kommt ja schon Berliner Tor. Dann endet das Letztest auch. Da wird vielleicht mal was kommen, wenn es wirklich vielleicht mit der Akku-Lok dann kommt, wo ich den Namen vergessen habe, wie die jetzt genau heißt. Mal sehen, wie sich das Spiel bis dahin so entwickelt hat. Man kann es spielen, aber so richtig Spaß macht es halt nicht. Und ein ganz großes Problem, was zum Beispiel jetzt, ich bin wahrscheinlich jetzt der Einzige, der sich darüber aufregen ist ja auch nicht. Aber der ist bemängelt, wir fahren jetzt zum Berliner Tor und ich würde auch gerne vom Berliner Tor aus nach Wandsbek wieder zurück. Ohne, dass man auf dem selben Gleis wieder zurückfährt und nur rote Signale hast, dass du einfach dem Verkehr wieder entgegenkommst. Also auf dem Gleis, wo wir jetzt gerade fahren, wieder zurückfahren würden. Das wäre halt wirklich auch so eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass das auch so schnell wie möglich irgendwie funktioniert, dass man dann auch so kurze Strecken, sag ich jetzt mal, oder kurze Kurse fahren kann. Einfach so jetzt zum Berliner Tor nach Wandsbek wieder zurück mit einem Wagen. Es wird halt vielleicht mehr Spaß machen dann. So, diesmal habe ich hier sogar ein bisschen besser gebremst. Da ist mir so eine Lübecker tatsächlich ein bisschen schlimmer passiert. Weil letztes Mal war ich hier, glaube ich, bei 1 Meter Entfernung, weil ich halt das Gefälle nicht berechnet habe. Weil ich mir daran gedacht habe, dass er dann ja auch ein bisschen anderes Bremsverhältnis hat. Hier würden Sie sich schon mal freuen, dass man ein bisschen Energie sparen kann beim Rollen. Und hier wird es die alle wieder ankotzen, dass du eben nicht mehr kannst, weil du ja den Schwung brauchst. Und benötigst halt. Gut, dann sind wir tatsächlich schon am Ende. Die 15 Minuten Fahrt kommen auch hin. Also passt 15 Minuten Fahrt. So, ausgerechnet hier stehe ich noch an der 3. Was hoffentlich auch realistisch ist, dass die einzelnen Wagen bei der 3 stehen bleiben. Die sind alle raus. Dann fahren wir jetzt noch kurz ins Kehrgleis rein. Und dann werde ich den Wagen mal umrüsten. Und das Problem, denkt dran, hier sind nur 20. Ich habe es vorhin schließlich gespielt nochmal zum Testen. Goldfisch hier, wir hatten es im Minecraft Let's Play. So, nicht einsteigen, nicht instappen. So, und wundert euch jetzt nicht, dass ich hier bin. Ich sehe nicht wirklich einen Sinn, bis ganz nach hinten durchzufahren, wenn man es auch bis hierhin schafft. Vielleicht. Ah, nicht allzu schnell. Vielleicht haben wir den jetzt. Haben wir den jetzt rausgenommen? Tatsächlich, ja. Okay. Ja, auch so eine Sache, die hier oft passiert, dass man dann die Tür nochmal aufmacht. Das könnte man auch vielleicht anstatt mit. Ja. Vielleicht in der Fahrerkabine mit E, aber hier mit linker Maustaste vielleicht oder auch mit einem kleinen Mauscursor, dass man ein bisschen was sieht. So wie wir jetzt halt das Licht einschalten, um was sehen zu können. So, Signal passt auch. Ich stehe sogar sehr, sehr gut im Signal. War letzte Mal auch nicht. 81 bis 86, okay.
82. Wir geben trotzdem 20, 19 ein. 86. 1, 2, 3, 5, 6. Eingabe. Den Zug übernehmen wir. Und wir könnten jetzt schon fahren. Okay. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass einer... uns einer den Weg versperrt, die Fahrstraße halt noch blockiert. Aber wie man sieht, die Entfernung sind 2 Kilometer und wir fahren halt auf dem Gleis wieder zurück. Das ist halt auch so eine Sache, wo man... Das ist das, was ich meinte. Es wäre schön, wenn man das irgendwie beheben kann. Hier zum Schlung, genau, da kam uns nämlich eigentlich immer einer entgegen. Deswegen wundert mich das jetzt, dass wir fahren können. Ja, das ist halt das Doofe daran, dass man nicht wirklich fahren kann. Ich meine aber, es gibt tatsächlich einen Kurs, den man fahren kann. Mit, also dass man wirklich auch hier Führerschutzwechsel machen kann. Dass man auch in beide Richtungen fahren kann. Da gibt, ich meine, da gibt es einen Kurs, den man fahren kann. Das dauert aber auch, glaube ich, lange. Ich weiß es allerdings. Ja, ich meine trotzdem, irgendwie den Bug gab es damals noch nicht. Ja, eigentlich würde er jetzt angefahren kommen und dann. Und hier müsste eigentlich schon der Richtung Schlung stehen. Auf jeden Fall. Wir schauen einfach mal, was die Roadmap so macht. 5 Minuten erst, okay. Hier ist die U4. Ich hoffe trotzdem. Funktioniert ja gar nicht. Ist ja auch doof. Wenn Train Symbol, könnte es jetzt eh drücken und hier rauf gehen. War jetzt zu dumm von mir? Okay. Aber tatsächlich, man kann durch die Gebäude hier gehen. Man kann jetzt aber auch nicht wieder so zurück nach Wandsbek. Wandsbek. Ja, okay, ist halt so. Also ich hoffe zum Beispiel, weil hier steht U4, dass es auch dafür KI-Verkehr gibt, für die anderen U-Bahn-Linien. Dass vielleicht auch da, wo Züge fahren, KI-Verkehr kommt. Das wäre auch irgendwie interessant, wenn man zu den Zeiten da vorbeifährt. Das wäre auch interessant. Das wäre auch so ein kleines Gimmick. So ein eigentlich kleines, sinnloses Gimmick, aber es würde halt auch wieder... Es würde halt zeigen, wie viel Liebe zum Detail drin steckt. Auch nochmal, das vergessen ganz viele auch. Oder berückt, oder wollen es vielleicht auch nicht sehen, aber es sind halt so Kleinigkeiten. Ja, die steht in der Wand, der da hat hingepinkelt, ist alles normal. Alles normal. Gut, also wir werden sehen, was die Roadmap so bringt. Vielleicht kommen noch Updates in nächster Zeit. Und ich weiß gar nicht, wann man mit der Lok rechnen kann, mit der Akku-Lok. Da weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr, ob es einen Termin gab, einen Release-Termin. Auf jeden Fall, sage ich erstmal, war es das mit diesem kleinen Let's-Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei was auch immer passiert. Na, bis dahin, tschüss.